Einfach mal einen Wasserhahn aufmachen und Wasser trinken, das hatte ich leider nicht immer als Kind. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Ukraine. Dort gab es nicht wirklich gutes Wasser, obwohl wir in einer großen Stadt gewohnt haben. Aber leider im siebten Stockwerk wurde das Wasser am Wochenende überhaupt nicht mehr hochgepumpt. Das heißt, Freitagabend wusste natürlich man Bescheid und somit hat man dann die Badewanne komplett voll machen müssen und man hatte dann das fürs Wochenende. Das heißt, mit dem Wasser durfte natürlich nichts passieren, da durfte nichts reinfallen und natürlich auch Sachen wie nicht nur was sich zu essen machen, einen Tee machen oder eine Suppe, sondern auch die Toilettenspülung natürlich hat da nicht mehr funktioniert. So war mit immer ein Krug natürlich direkt an der Badewanne. Somit konnte man den Toilettengang wegspülen, was zu essen machen. Und das Problem war sogar, dass ab und zu es Komplettausfälle gab. Das heißt, man hatte dann generell gar kein Wasser. Also das Wasser aus dem Wasserhahn in Ukraine war schon sowieso nicht wirklich zu empfehlen. Das ist nicht zu vergleichen, sowieso mit dem Wasser, das wir hier haben. Aber natürlich hat man keine Wahl. Das Einzige, was man natürlich noch machen konnte, ist, man ist so 5, 6 Kilometer, musste ich zu so einem kleinen Berg mit einem See. Da gab es eine Quelle. Und wenn das Wasser halt immer wieder so ausgefallen ist, ist man ab und zu natürlich zu dieser Quelle gegangen und hat sich dann das Wasser da geholt. Dann bin ich mit ein paar Kanistern natürlich zu dieser Quelle 6 Kilometer marschiert und dann war es so, dass natürlich ab und zu sogar Leute dort waren und du musst erst mal eine halbe Stunde warten, bis 20 Leute vor dir dran waren, weil natürlich auch alle in derselben Gegend hier wohnen und alle haben das gleiche Problem. Und somit war natürlich dann der Augenblick, wenn man dieses Kristall kalte, geile Wasser aus der Quelle, was aus dem Berg kommt, getrunken hat. Es war wie der flüssige Himmel. Es war ein unglaubliches Genuss und ein Gefühl von Leben, wenn man das getrunken hat und so die ersten Male und dann natürlich die Kanister voll gemacht hat und dann schnell ab nach Hause, denn dort wartet, ne, die Mami und die Omi und dann wird natürlich gekocht und auch der Toilettengang muss natürlich auch weiter irgendwie funktionieren. Dieser Augenblick natürlich dann mit den riesigen 5-Liter-Kanistern rechts und links, dann 6 Kilometer, 5, 6 Kilometer wieder zurück zu marschieren, war natürlich auch ein Moment, der sich sehr geprägt hat im Leben. Und somit ist für mich heutzutage Wasser nicht mehr einfach nur Wasser. Ich mache nicht einfach Wasserhahn auf und dann lasse ich laufen. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein zum Wasser, wenn man etwas nicht von Anfang an hatte. Ich bin bis ich 10 war, war ich in Ukraine. Und somit war das nicht nur jedes Wochenende ein Problem, sondern 10 Jahre meines Lebens ein Thema. Deswegen Wasser ist einfach Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier bin, dass ich in Deutschland jetzt bin und dass hier natürlich man einfach mal ein richtig vernünftiges Wasser aus dem Wasserhahn hat, dass man auch trinken kann. Und deswegen vielen, vielen Dank. Danke, dass man hier sein darf und dass man einfach den vernünftigen Wasserzugang hat. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Check den Hashtag The Power of Water oder natürlich auch auf der Webseite Let's Go Gorilla. Mehr Informationen zu dem ganzen Projekt. Trinkt natürlich mehr Wasser. Verliert keinen Tag. Und ein Tag ohne Wasser ist ein verlorener Tag. Let's go, Gorilla. Yeah, you better.